Hallo Gamescom 2019, wir sind hier mit Michael Hengst, einem Urgestein der Spielebranche in Deutschland. Ja, man könnte auch fossil sagen. Also ich verdiene ja seit ungefähr 32 Jahren meine Brötchen hier in der Branche. Und die Gelegenheit wollte man natürlich unbedingt nutzen, um ein bisschen darüber zu reden, so was bisher geschah, wo stehen wir heute und natürlich auch, was du jetzt tust. Vielleicht ganz kurz zu dir. Ja, also wie gesagt, ich bin etwas älteres Semester. Mein erstes Spiel war Pong in der Spielhalle, also richtig gegen Geld noch, mein Taschengeld verbraten. Habe dann 1987, 88 angefangen, Spiele zu verkaufen in Hamburg. War dann 7 Jahre lang bei der Presse. Damals gab es dann auch so Magazine aus Papier, die man einmal im Monat kaufen konnte. Da war das von der Powerplay und der Videogames. Dann irgendwann mal die Seiten gewechselt in die Produktion. Dann hatte ich mal 4-5 Jahre eine eigene Firma erfolgreich gegen die Wand gefahren mit 25 Angestellten. Bin jetzt seit den 90er Jahren eigentlich freiberuflich tätig und habe relativ relativ mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Also auch von den Spielen her, Browserspiele, Mobile-Spiele, normale PC-Spiele, Konsolenspiele, normale Vollpreisspiele, Free-to-Play-Spiele, alles was man so mitmacht. Und im Moment, seit ein paar Jahren, arbeite ich jetzt hier für Wild River Games, also das Label von Eurovideo. Und da betreue ich unter anderem auch als Producer das Schwarze Auge, das Rollenspiel. Vielleicht noch kurz so zum historischen Abriss. Es gibt irgendwie viele Daten und Tabellen und Grafiken, die man über verschiedene Verläufe zum Thema Gaming, Industrie und Spiele von Verbänden bekommen kann. Was aber ja nicht immer so rüberkommt, ist das Gefühl. Was hat sich so, wie hat sich die Szene entwickelt? Von Gamern, von Medien? Also ich gehöre ja zu den Semestern, die immer gerne ein bisschen über die Branche meckern. Das ist aber nur so an der Oberfläche gekratzt. Es hat sich natürlich sehr viel, muss man sagen, professionalisiert. Als wir angefangen haben, so vor 30, 40 Jahren, also ich bin ja quasi zweite Generation, es gibt ja noch Leute, die sind ein bisschen älter, da hat keiner gewusst, wie programmiere ich eine Maschine, wie funktioniert die Grafik. Die haben alle sich das Ganze selber beigebracht. Heute gibt es Marketingkampagnen, heute gibt es Schulen, die das einem beibringen, wie man programmiert, wie man Grafiken macht, wie man Spiele designt. Das wusste damals keiner. Das ist halt sehr viel professioneller geworden. Natürlich auch, das mögen vielleicht viele Leute nicht, die sagen, Spiele sind halt ein Produkt wie andere Sachen, auch wie eine Waschmaschine, sage ich jetzt mal, so ganz salopp. Am Ende des Tages wollen wir alle davon leben. Wir sind ja eine Industrie, eine Spieleindustrie. Und was die Leute vergessen, bei aller Begeisterung, natürlich macht Spaß in der Branche zu sein, weil das Entertainment, das ist toll, das ist hip, aber wir wollen davon leben, wir wollen auch mit Geld verdienen. Und aber was nicht passiert ist, ist, dass je mehr Leute so lernen, Spiele zu entwickeln, beispielsweise, wie du es beschrieben hast, das hat nicht dazu geführt, dass das Spiele entzaubert hat. Nein. Das Schöne an der Branche ist ja halt, bei aller Meckerei, ist ja, dass es immer wieder was Neues bietet. Also ich habe keine Ahnung, morgen kommt eine neue Plattform, übermorgen kommt ein neues Businessmodell. Ich habe mich da mal mit einem Kollegen unterhalten, der arbeitet bei der Firma Knorr. Die machen also nicht bei den Tütensuppen, sondern die machen Bremsen für die Bahn. Und die haben einen Lebenszyklus von einer Bremse von 30 Jahren. Und da habe ich gesagt, was machen Sie denn den Rest der Zeit bis zur Rente? Wir haben in 40 Jahren über 200 verschiedene Hardware-Systeme durchgeschleust. Businessmodell bis zum Abwinken, da ist jedes Mal was Neues dabei. Also das ist ja das Spannende eigentlich, dass du musst halt ständig was dazulernen. Aber wenn du das nicht tust, wirst du abgehängt. Es ist immer irgendwas Neues, Herausforderndes. Du weißt nicht, ob das nächste Spiel, was du machst, bei den Kunden ankommt, ob die vielleicht jetzt keine Rollenspiele mehr mögen, sondern lieber Casual, Hyper-Casual Games machen wollen. Keine Ahnung. Also das ist ja das Schöne eigentlich an der Branche, das Spannende auch. Und wie geht die Branche damit um mit dem Druck, mit dem Druck zur Anpassung? Konsolidiert, stirbt? Na, also sterben, das haben wir schon mal. Also ich habe ja den Original-Video-Games-Crash von 83 mitgemacht, sozusagen überlebt, sollte beim T-Shirt drucken.
Wir haben natürlich viele von den Symptomen, die wir damals gesehen haben und die auch zum Crash geführt haben, haben wir heute auch. Überangebot an Spielen. Es gibt einfach viel zu viel Zeug. Ja, also einfach die Masse an Spielen, die da ist, da sind auch unglaublich viele dabei, die jetzt nicht wirklich gut funktionieren, aber die jetzt den Platz wegnehmen, vielleicht für andere, die vielleicht ein bisschen bekannter sind. Wir haben seit 40 Jahren eigentlich immer den gleichen Preis. Also, dass Spiele so teuer sind, kann man nicht sagen. Also mein erstes Spiel, was ich mir gekauft habe, waren 120 Mark, also 60 Euro. Das kostet genauso viel heute, wenn ich bei Nintendo und Switch Spiel kaufe, also auch 60 Euro. Also hat sich nicht geändert. Die Genres waren damals natürlich noch neu und unverbraucht. Dafür gibt es heute eher technische Finessen oder Komfortgeschichten wie Automap, Autojournal oder Savepunkte oder sonstige. Gab es ja damals alles gar nicht. Damals war das eher Teil des Spielerlebnisses, die Karte per Hand mitzumalen oder sich irgendwo Notizen zu machen. Das würde heute keiner mehr spielen. Das ist bockschwer, teilweise auch wirklich einem Spieler vorbei design. Und wurde künstlich halt eigentlich so gemacht, damit die Leute eigentlich mehr von dem haben, was da drin ist. Aber wenn du sagst, der Markt ist voll, ist es, weil auch Leute eher imitieren oder ist es, weil Goldgräberstimmung herrscht, dass man das vollkommen ab vom Schuss einfach ausprobiert, was sich als nicht tragbar... Bei uns herrscht ja seit 20 Jahren Goldgräberstimmung. Mhm. Jedes Mal, wenn ein neues Business-Modell kommt, alle gehen raus. Das Shareware-Modell, also du bringst Software kostenlos raus und wenn du es kaufen willst, kannst du ein oder zwei Level spielen und dann kannst du Geld dafür ausgeben. Was natürlich auch jetzt ganz massiv dazu geführt hat, waren Free-to-Play und Hyper-Casual-Spiele, Sachen, die relativ erst jetzt von Core-Gamern vielleicht nicht unbedingt gespielt werden, aber von Hausfrauen oder von Leuten, die mit Spielen normalerweise nichts am Hut haben, auf dem Handy. Kurze Session, 2 Minuten, kostet nichts. Das hat das Ganze noch mal ein bisschen beschleunigt und auch vergrößert. Damals war das vor 30 Jahren, du hast eine Schachtel gekauft, ein Bild da vorne drauf und hast gesagt, das könnte was sein, super, kaufe ich, 50 Mark oder 100 Mark. Heute kannst du dir das kostenlos auf dem Handy angucken und kannst entscheiden, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Ob das insgesamt, sag ich mal, jetzt den Spielemarkt oder die Spiele an sich ganz gut tut, ist eine andere Frage. Also, wenn was nichts kostet, dann haben wir halt oftmals auch das Gefühl, es ist relativ wenig wert. Also diese Entwertung von Medien, aber das sehen wir auch im Musikgeschäft, Streaming, das sehen wir beim Fernsehen oder beim Film, dass Medien immer mehr zum allgemeinen Konsumgut werden. Was die meisten Leute immer dabei vergessen ist, ist so die private Währung der Zeit. Ich habe 24 Stunden am Tag. Ich habe halt normalerweise 8 Stunden bin ich auf der Arbeit. Ich habe dann vielleicht noch mal 1 Stunde irgendwo essen. Ich muss mich vielleicht um Familie kümmern. Ich muss hin und zur Arbeit. Da bleibt nicht mehr so viel Zeit übrig für mein Hobby als Spieler, mein Hobby als Netflix-Konsument oder Amazon Prime oder sonst irgendwas. Da bleibt dann nicht mehr so viel Zeit. Und dann hast du halt diese Spiele, die du eben entweder abends spielst oder halt über diese Lückenfüllerspiele dann drin besitzt. Und deswegen funktionieren ja auch Sachen ganz gut, die eine relativ kurze Spielzeit haben. Also wenn ich morgens in der U-Bahn bin, 2-3 Stand-Sessions, wunderbar. Also Sachen, wo man 80 oder 100 Stunden dran sitzt, das machen wir heute nicht mehr. Das ist nicht ganz wahr. Also ich mache es heute auch noch. Also es gibt Spiele, die haben so gefühlte 80 Stunden, nicht nur gefühlte 80 Stunden Laufzeit, spiele ich heute auch noch. Und du machst es halt auch eher, wenn du, so wie du es gesagt hast, wie es damals war, viel Geld in die Hand nimmst, eine farbige Box kaufst, auf Verdacht und dann sitzt du dich auch dran, um zu schauen, wie es dir Spaß macht, weil du das Geld ja ausgeben kannst. Genau. Nachteil war natürlich auch, dass wenn du das gekauft hast, was dir jetzt nicht so gut gefallen hat und du hast dafür 100 Mark ausgegeben, dann ärgerst du dich natürlich. Also, das ist heute schon ein bisschen tollerer oder ein bisschen besser, dass du dir die Sachen aber angucken kannst, okay, kostet nichts, aber wenn ich mir auch
anschaue, was es so an Medien heute gibt, die es damals nicht gab. Es gibt YouTube. Ich kann mich vorher informieren, wie sieht ein Spiel aus, wie spielt sich das. Es gibt Previews im Netz, bei Twitch, bei so. Das gab es alles früher nicht. Wir hatten früher eine Zeitung, die gab es einmal im Monat, und die News, die da drin waren, waren 3 Monate alt. Mehr gab es nicht. Ja. Heute gibt es viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Und da kann ich auch, sag ich mal, gucken, das ist ein Spiel, was mir gefallen würde. Dafür bin ich bereit, auch 100 Mark auf oder 50 Euro auszugeben oder 40 Euro. Und wie sieht das Ganze dann heute aus der Produzentensicht aus? Es ist schwerer geworden, deutlich schwerer, weil einfach aus dem Grunde, weil halt die Teamgröße mitgewachsen ist. Früher hast du einen Mann dahingesetzt, so Andrew Braybrook, der hat mit einem Kollegen vielleicht auch zusammen ein Spiel gemacht in 3 Tagen oder in einer Woche. Heute sitzt du mit 20 Leuten ein Jahr dran. Ja, und dann hast du noch Lokalisation, du hast QA ausgenommen, du hast Lizenzgeschichte ausgenommen, du musst mit Lizenzgeberin, du hast Freigaben, du hast Submissions bei Plattformhaltern, Nintendo, bei Sony, bei Microsoft, du hast eventuell Produktionen, also für Switch zum Beispiel, da musst du natürlich dann die Cartridge kaufen, wenn du sie physisch rausstellen willst, Produktionszeit 10 Wochen. Du musst sie vorher freigeben lassen, du brauchst die Altersfreigabe. Das dauert, ist halt viel komplexer geworden. Da musst du natürlich auch gucken, was funktioniert in verschiedenen Territorien. Beispiel, wir haben ja jetzt hier beim Schwarzen Auge zum Beispiel Charaktergenerierung über so spezielle Karten. Es gibt einige Bilder, die würden vielleicht in den USA für Aufregung sorgen. Ja, also da gibt es eine, die ist jetzt nicht nackt, man sieht keine wichtigen Teile, aber die stillt halt ihr Kind auf der Karte. Ja, könnte in Amerika ein Problem sein. Was? Sagen, etwas nur auf eine Lokalität zu beschränken, wie jetzt Deutschland, ist vom Start das weg, ist Quatsch. Also das macht, also man denkt von Anfang an international. Das macht heute keinen Sinn mehr, also rein national zu denken, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Dazu sind wir als Markt, sage ich mal, auch mittlerweile zu klein geworden. Ja, also, oder andersrum, die Entwicklungskosten selbst für kleinere Spiele sind mittlerweile so hoch, dass du die mit einem Markt nicht mehr einholen kannst. Also du musst international denken. Welt, am besten weltweit. Gleichzeitig ist Spiele-Release auch immer eine Lotterie. Ob es dann gut oder nicht. Oder wie planbar das stattfindet. Also Spiele machen ist im Grunde genommen immer noch, und ich bin ja ab und zu mal in Heidelberg an der Hochschule und doziere. Ich habe eine Folie, wo ein Lottoschein drauf ist. Mittlerweile die Chancen, 6 richtige zu haben, ist glaube ich größer als quasi ein erfolgreiches Spiel zu machen. Natürlich kannst du Risiken eingrenzen. Du kannst sagen, okay, mit der Lizenz, die die Leute kennen, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil du hast eine Spielerbasis, mit der du rechnen kannst. Was ist für dich Erfolg? Erstmal mit auf Null rauszukommen oder Geld wechseln? Nein, also Geld wechseln wollen wir, das ist kein Erfolg. Genau. Erfolg würde bedeuten, das Entwicklerteam, die sind bezahlt worden und die können von dem Titel auch ein bisschen leben. Also die kriegen noch ein bisschen extra. Dieses ganze Drumherum, die Marketing-Leute, die PR-Leute, die QA-Leute, die nicht zum Beispiel, wir können alle davon gut leben, auch über einen gewissen Zeitraum leben. Das ist eine Mindestvermögen. Und mein Chef sozusagen, der kriegt auch noch ein bisschen was, weil der hat ja das ganze Geld da reingebuttert. Der kriegt quasi einen Return of Investment. Das müssen keine 50% sein, aber der kann davon auch leben. Der macht vielleicht sogar einen Gewinn. Super. Alle haben alle was richtig gemacht. Also das ist das Level, wo du sagst, um das zu erreichen, dann ist entsprechend der Aufwand. Der Aufwand ist immer groß. Dann würdest du sagen, ist es ein Erfolg, hat sich gelohnt. Ja, der Aufwand ist immer groß. Natürlich gibt es kleinere Indie-Studios, wo 3 Leute sitzen und ein bisschen was zusammenbasteln, aber die kommen ja auch nicht drum herum, Marketing zu machen. Weil jetzt hast du dann das Indie-Studio mit 3 Leuten, die haben die Spiele gemacht. Das kann das tollste Spiel der Welt sein, wenn das keiner weiß. Dann sitzen die da, haben das geilste Spiel der Welt, keiner kennt das. Oder selbst wenn sie es rausbringen und nicht den Leuten erzählen, dann geht es unter. Es muss halt irgendwo, und das ist das große Problem unserer Zeit, ist im Grunde genommen diese Sichtbarkeit.
den Leuten draußen zu sagen, pass auf, hier, wir haben hier ein neues Spiel, das gibt es jetzt gerade. Für sowas ist ja, was ja die Gamescom natürlich eine gute Möglichkeit, um Sichtbarkeit zu bekommen, aber auch vielleicht Entwickler und... Jein. Gamescom, also wir sind ja hier gerade im Businessbereich. Ganz ehrlich, ist ja völlig egal, ob ich nun sage, wir machen das Spiel und ich sage jetzt hier den Leuten vom Didalic, du, wir machen hier gerade ein Spiel. Das bedeutet ja nur, dass Didalic, unser Mitbewerber das weiß aber die Masse noch nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir im Moment, dass wir den Presseleuten das sagen und dass wir dann im nächsten Jahr, also wir wären jetzt noch ein bisschen früh dran, aber im nächsten Jahr, dass wir das Spiel auch draußen zeigen, unseren Konsumenten. Von denen weiß es noch keiner. Oder zumindest ist es noch nicht so richtig offiziell, weil Pressemitteilungen gerade erst raus. Erzähl mal von eurem neuesten Projekt. Also, unser neues Projekt, oder mein Projekt, sag ich mal, mein Baby im Moment ist das Schwarze Auge, Book of Heroes. Für mich persönlich natürlich so nach 30 Jahren schließt sich da die Schleife, weil ich als Redakteur vor 30 Jahren mit dem Guido Henkel, Jochen Hammer, Hans-Jürgen Brendle und dem Werner Fuchs, der Werner Fuchs ist ja einer der Miterfinder vom Schwarzen Auge, bei denen gesessen habe und mir das allererste Computerspiel Schwarze Auge, die Schicksalsklinge, bei denen angeschaut habe. Das war damals so eine meiner ersten Begegnungen mit Computerspielen als Journalist. Und heute, 30 Jahre später, mache ich halt selber eins. Und der Hintergrund ist, sag mal, völlig banal eigentlich. Unsere Muttergesellschaft gehört ja dem Will Smith und dem Mark Forster, oder zum Teil wenigstens. Und über deren Investmentfirma haben die auch einen Kontakt zu Ulysses, dem Rechteinhaber von dem Schwarzen Auge. Das ist Punkt 1. Also die Lizenz ist quasi im Haus. So. Und letztes Jahr, genau zu Gamescom, habe ich halt ein finnisches Entwicklerteam gesehen. Und die haben schon ein Spiel an einem Rollenspiel gearbeitet. Und ich habe mir das Spiel angeschaut und ich habe gedacht, das wäre doch eigentlich eine super Kiste mit dem Schwarzen Auge verbunden. Da haben wir von der Entwicklung jetzt nicht das volle Risiko, dass wir bei Null anfangen, sondern wir haben schon mechanisch was. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So, da haben wir es vorgestellt, intern, bei Mark, und wir waren alle begeistert. Wir haben Glück, dass der Investor, der mit an Bord ist, der ist auch alter Spieler und der kennt auch das Schwarze Auge ganz gut, der fand das Spiel auch toll. Dann haben wir einen Termin gemacht bei den Finnen vor Ort, haben uns mit denen unterhalten, was ist das für ein Team, wir sind drauf, können die das? Und wir haben natürlich mit dem Rechteinhaber Ulysses Spiel geredet und haben gesagt, könntet ihr euch das vorstellen? Die haben das Spiel bekommen, haben reingeguckt, fanden das auch alle super. Wir haben gesagt, das wird was, machen wir. Das war der einzige Grund. Also du beschreibst die Liebe auf den ersten Blick. Das war ganz ehrlich reiner Zufall. Ja, wir haben es gesehen, wir haben darüber geredet, wir haben die Idee gehabt und wir haben gesagt, machen wir. Das hätte auch, wenn zu dem Zeitpunkt ein Team gekommen wäre aus Deutschland mit einem ähnlichen Titel und die wären hier gewesen, ich hätte die gesehen, hätten wir vielleicht mit dem gearbeitet. Aber du beschreibst es schon definitiv als Vorteil, dass es eben ein Studio ist, was bereits was geschafft hat und was sich zumammengesetzt hat, was zu tun. Also wenn so ein Mindestaufwand schon mal reingesteckt hat, allein um für dich Arbeitsplatz zu haben quasi. Ne? Das hilft natürlich. Es ist ja auch oftmals so, dass heutzutage Publisher Spiele nehmen, die, sag ich mal, wo schon was zu sehen ist. Also du sollst wenigstens einen Prototyp machen. Prototyp bedeutet eigentlich Proof of Concept. Also man sollte schon ein bisschen was sehen können vom Spiel, wie sieht das nachher aus. Die Zeiten sind ein bisschen vorbei, wo ich mit dem Zettel hingekommen bin. Ich habe hier eine Idee, ich hätte gerne 5 Millionen Mark oder Euro. Das geht heute nicht mehr. Deswegen, das ist auch ein bisschen professioneller. Also da gucken sich die Leute das schon mal ein bisschen genauer an und sagen, könnte was werden. Aber der andere Vorteil, den du beschrieben hast, ist halt, dass sie ja in dem Sinn einiges in-house haben. Also gerade was die Lizenzen angeht, was ja ein bisschen mehr erleichtert, natürlich auch günstiger ist. Arbeit mit Lizenzen ist halt immer, also nicht schwer, aber schwieriger, weil du musst halt
immer wieder Freigaben einholen, muss ganz stark den Lizenzgeber in Kontakt stehen und sagen, pass auf, können wir das so machen, ja oder nein? Und in diesem Fall haben wir das Glück, das funktioniert super. Also zeitnah, wir haben einen gemeinsamen Kommunikationskanal, wo wir uns gegenseitig alle austauschen und sagen ganz schnell, okay, ja, also die Karte könnt ihr an der Stelle vielleicht nicht verwenden, wir müssten das irgendwie anders machen. Da ist Kommunikation halt ein entscheidender Faktor. Willst du noch grob sagen, wie so der Zeitplan ist? Also wir haben angefangen, wie gesagt, letztes Jahr im August war der erste Kontakt sozusagen und wir wollen fertig sein Mitte nächsten Jahres. Also es soll erscheinen Q2 2020. Das ist der Plan. Gucken wir mal. Daumen sind auf jeden Fall gespannt, weil das hört sich nach einer interessanten Sache an und definitiv, dass das schnell anfängt. Wir haben ja schon ein, zwei Bilder gesehen und ist noch viel Arbeit. Ist noch viel Arbeit. Also wir kriegen ja jetzt auch so das erste Feedback, weil man wird ja auch, man muss auch mal aufpassen. Ich spiele das quasi den ganzen Tag oder ich bin damit, ich habe das jeden Tag vor Augen. Irgendwann siehst du dann einfache Sachen. Ja, du bist blind. Ganz einfach. Und deswegen ist es auch immer ganz gut, wenn man das anderen Leuten zeigt und dann einfach Feedback kriegt. Das kann nicht, wird nicht alles umgesetzt, aber das hilft manchmal. Ja, gut, dann vielen Dank auch gern geschehen. Der Zuschauer und der Beobachter.